Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Mit diesem Wort aus dem 85. Psalm, ihr Lieben, begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr. Es ist also mittlerweile in der eher trüben Zeit, in der dunklen Zeit, in der Zeit, in der man sich auch der Toten erinnert. Lasst uns miteinander feiern und Trost finden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hört auf Worte aus dem 38. Psalm. Da heißt es: Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage und meine Nächsten halten sich ferner. So bekenne ich denn meine Missetat und sorge mich wegen meiner Sünde. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott sei nicht ferne von mir. Eile mir beizustehen, Herr, du meine Hilfe. Amen. Ihr Lieben, für heute ist ein Text aus dem Lukas-Evangelium vorgesehen. Nachlesen könnt ihr den im 18. Kapitel. Da heißt es: Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber auch eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf der Erde? Amen. Ihr Lieben, schauen wir mal. Nicht so ganz so einfach heute, finde ich jedenfalls. Mal sehen, was ihr das so davon haltet. Schon in der Bibel hat der ganze Text eine einleitende Überschrift. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Das ist also schon eingeordnet, ist eher ungewöhnlich. Diesmal ist es eine verwitwete Frau, die einem mächtigen, aber desinteressierten Richter in der Stadt so lange auf den Keks geht, bis dieser endlich ihren Fall annimmt und auch für sie entscheidet. Die Moral von der Geschichte ist ganz kurz: bleibt beharrlich, gerade auch im Gebet gegenüber Gott. Ihr kennt sicherlich auch die andere Geschichte. Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, dass die Thema war. Nach Mitternacht klingt ein Freund einen anderen aus dem Bett, weil er sich ein bisschen Brot leihen möchte für den Besuch, der bei ihm so spät gekommen ist. Und natürlich ist der andere genervt, aber Jesus sagt, Gott ist genauso, auch wenn er genervt ist, genau wie der Freund das Brot gibt, gibt auch Gott euch das, was ihr von ihm erhofft. Und selbst in Jesu Lebensgeschichte ist im Matthäus-Evangelium beschrieben, dass die Frau aus Syrophönizien Jesus selbst so lange auf den Nerv geht, bis dieser ihre Tochter heilte. Ja? Eigentlich hat er gesagt, ich bin für dich gar nicht zuständig, aber sie hat gesagt, naja, aber trotzdem dürfen wir ein bisschen davon abhaben, was du so von dir gibst. Er war ziemlich grob, hat sich sogar mit Hunden unterm Tisch des Herrn verglichen, die da irgendwie nur die Krümel suchen. Und die Frau hat gesagt, ja, aber Krümel sind schon in Ordnung, besser als nichts, wenn es die Tochter heilt. Und dann war sie geheilt, weil er dann gemerkt hat, diese Frau hat mehr Glauben und mehr Vertrauen als viele andere. Sie ist beharrlich. Und so beharrlich, sagt er dann in den anderen Gleichnissen, sollt ihr auch sein. Betet, 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 bis Gott euch den Wunsch erfüllt. Ich kann natürlich jetzt nicht für euch sprechen und eure Lebenserfahrung, die ist ja viel wert. Man geht durchs Leben, man merkt, was funktioniert und was nicht funktioniert und man passt seine Fähigkeiten daran an. Aber
Wenn es um meine Lebenserfahrung geht, dann ist es nicht so, wie es hier heißt. Es ist nicht so, dass ich nur lange genug beten muss, um meine Wünsche erfüllt zu bekommen. Auf dem Weg dieser enttäuschten Erfahrung liegen sicher nicht nur bei mir sowohl verhauene Klassenarbeiten wie auch der Tod lieber Familienmitglieder. Denn das ist auch Realität. Ich vermute, dass diese Erfahrung durchaus nicht nur bei mir so ist. So wie wir uns austauschen in unserer Gemeinde, unter uns oder auch eure Rückmeldungen, die ihr gerne unten drunter schreiben könnt. Wir könnten ein ganzes Buch schreiben von nicht in Erfüllung gegangenen Wünschen. Gebetswünsche natürlich, die nicht eingetreten sind. Wir könnten ja auch erstmal sagen, wir legen die Perspektive Jesu an dieser Stelle mal kurz zur Seite und fragen überhaupt mal ganz deutlich, warum soll man überhaupt beten? Beten, mit Gott kommunizieren, so ungefähr könnte man es ja dann beschreiben. Es könnte also sein, warum soll man beten? Ja, so wie hier eben. Man äußert seine Wünsche und Bedürfnisse in der Hoffnung, dass Gott sich der ganzen Sache annimmt und die Wünsche erfüllt. Man könnte aber auch beten, um einfach nur Gott nahe zu sein. Einfach die Anwesenheit Gottes spüren im Gebet. Man vertraut sich vielleicht Gott auch an und äußert, was einen erfreut oder bedrückt, und zwar ganz ohne von Gott zu erwarten, dass er unsere Probleme, die wir ja oft genug auch selber geschaffen haben, für uns löst. Wenn wir einem guten Freund sagen, was uns so an Läusen über die Leber läuft, dann erwarten wir ja auch nicht, dass der unsere Probleme gleich löst. Es gibt beim Beten auch die Möglichkeit, einfach mal zu schweigen. Zu schweigen in Anwesenheit Gottes, bis sich die eigenen Gedanken geklärt haben. Und natürlich gibt es dann auch passend zu diesen Vorstellungen vom Beten auch passende Vorstellungen davon, warum diese Gebete vielleicht nicht erhöht werden oder in irgendeiner Form Beachtung finden, könnten wir ja sagen. Klassisch wäre zum Beispiel, warum sollte Gott auf einmal auf jemanden hören, der sonst nie an Gott denkt? Also das ist so klassisch sehr menschlich auch gedacht. Ja, wenn da jemand nicht versucht, nach den Geboten Gottes zu leben, warum sollte Gott auf ihn hören? Was soll Gott überhaupt eigentlich tun? Das wäre schon der nächste Punkt. Wenn sich die Wünsche der Menschen gegenseitig im Grunde ausschließen. Ich erinnere an Gott mit uns auf den englischen und deutschen Gürtelschnallen im Ersten Weltkrieg der Soldaten. Ja, schwierig. Oh, es reichen auch schon in friedlichen Zeiten die unterschiedlichen Vorstellungen, was ein gutes Wetter ist. Je nachdem, ob ein Landwirt Regen wünscht oder Urlauber zur gleichen Zeit Sonnenschein haben sollen, scheint sich doch einigermaßen auszuschließen, oder? Man muss auch fragen, wie ist es denn um unsere menschlichen Fähigkeiten und unsere menschliche Freiheit bestellt, wenn wir jedes Mal wünschen, dass Gott die ganze Sache ausbügeln soll, wenn es eng wird. Die ganze Zeit waren wir frei zu machen, was wir wollten, und dann reiten wir uns rein, manchmal persönlich, aber manchmal auch gesellschaftlich oder im Konflikt ganzer Staaten. Und da denken wir dann, oh, das muss jetzt aber Gott wieder hinbiegen. Dietrich Bonhoeffer hat dann noch eine ganz andere Perspektive drauf gesehen. Er hat formuliert, Gott erfüllt nicht Wünsche, sondern er erfüllt seine Verheißungen. Und das ist natürlich, gerade wenn man Bibelleser oder Bibelleserin ist, schon erkennbar was anderes. Ein ziemlicher Unterschied, ob es ein menschlicher Wunsch ist oder eine göttliche Verheißung, die erfüllt wird. Wir können nochmal zusammenfassen. Das Gebet, unserer Erfahrung nach jedenfalls, garantiert keine sofortige und unbedingte Wunscherfüllung. Eine, wie auch immer von gläubigen Menschen beschriebene Gebetserhörung ist kein Gottesbeweis,
weil so viele Gebete offenkundig auch nicht erhört werden können oder wollen oder was auch immer. Das Gebet ist aber grundsätzlich, und so viel können wir schon sagen, Ausdruck des christlichen Bewusstseins, nämlich bewusst zu sein, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und dann kann man ihn im Gespräch erwähnen. Dann kann man ihn in seinen Gedanken drin haben. Dann kann man vor ihm nachdenken, man kann vor ihm aber auch schweigen. So kann man vor ihm selbst zu Lösungen kommen. Man kann lösbare, genauso wie unlösbare Probleme vor Gott anbringen. Oder auch einfach nur in Anwesenheit Gottes die Geschehnisse eines Tages oder einer Zeit bedenken. Und manchmal gelingt es, natürlich vielleicht nur recht selten, aber es ist möglich, im Gebet die Welt ein kleines Stück aus Gottes Perspektive zu sehen, aus seiner engen Menschlichkeit herauszutreten und zu sehen, wie Dinge zusammenhängen. Gottes Schmerz zu fühlen über das, was Menschen sich gegenseitig antun. An Gottes Freude teilhaben über das, was Menschen Gutes zu tun fähig sind. Einfach mit seinen Augen sehen. Mit Weisheit das Wunder des Lebens und den Schrecken des Leids wahrzunehmen. Auch das gehört dazu. Und dann kann man tatsächlich gestärkt und neu ausgerichtet das Leben anpacken. So begründet sich die alte Mönchsregel der Benediktiner, ora et labora. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, lateinisch für bete und arbeite. Das eine und das andere. Wer ordentlich betet, kann auch ordentlich arbeiten. Das ist die Idee. Das eine geht nicht ohne das andere. Aber trotzdem, wir können uns ja nicht einfach davor drücken, wie wir mit dem Bibeltext umgehen können. Ich kann mich davor jedenfalls nicht drücken. Das habe ich nicht vergessen. Also, was ist jetzt mit Jesu Versicherung, die in den unterschiedlichen Erzählungen jegliche Gebetserhörung sofort verspricht? Seid nur hartnäckig genug und dann wird das schon. Ja, ich denke, das darf man in diesem Fall wirklich sehr zeitgeschichtlich verstehen. Jesus sieht die Erfüllung aller Gebete seiner Zeitgenossen in sich selbst und in dem, was dann noch kommt, aber natürlich in den Evangelien schon längst bekannt ist. Ja? Leiden, Tod, Auferstehung. Ja? Das ist das, worauf es hinausgeht. Und das erfüllt letztlich sämtliche Gebete. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Ganz nach dem Motto, eure Gebete und eure Wünsche haben sich erfüllt, denn wie Jesus es den Jüngern des Johannes des Täufers erzählt, Blinde sehen, Lahme gehen und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Das ist die Gebetserhörung, um die es geht. Ähnlich wie Bonhoeffer das nun gesagt hat, nicht der Wunsch, sondern die Verheißung wird erfüllt. Und davon kündet ja nun das ganze Neue Testament. Jesus ist da. Wir gehen ja jetzt bald in den Advent, wenn das neue Kirchenjahr beginnt, und dann ist das ja genau das, worum es geht. Jesus ist von Gott gesandt, mit ihm verändert sich die Welt und die Zeit, der Himmel ist ganz nahe gekommen. Und das, ihr Lieben, das gilt für uns alle und für dich und für dich und für euch und für mich hoffentlich auch. Also, ora et labora, beten und arbeiten wir miteinander und füreinander. Amen. Ihr Lieben, lasst uns miteinander für Gebet sprechen. Guter Gott, an diesem Tag gedenken wir der Millionen Toten, der Verschleppten, der Vermissten, der Gefolterten und Ermordeten. So viel Leid liegt hinter uns und so viel Leid gibt es auch heute noch in der Welt. Und deshalb bitten wir dich um Frieden. Frieden zwischen den Völkern und den Staaten. Frieden zwischen den Volksgruppen überall auf der Welt. Frieden zwischen den Menschen. Frieden zwischen den Meinungen. Frieden in den Familien. Wir beten darum, dass keiner mehr Gewalt oder Drohung mit Gewalt gebraucht, um Ziele durchzusetzen. Wir bitten dich um Mut und Entschlossenheit für jeden neuen Tag. Wir bitten dich, uns die Kraft zu geben, Frieden vorzuleben. Und für den Frieden einzutreten, wo immer wir können. In unseren Familien,
in den Kindertagesstätten, in den Schulen, an all unseren Arbeitsplätzen, privat und öffentlich. Und wir vertrauen darauf, Gott, das Ziel deiner Schöpfung ist Frieden. In der Sehnsucht nach Frieden sind wir verbunden mit allen Menschen und allen Geschöpfen. Schenke deshalb unserer zerstrittenen Welt deinen Frieden, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und so bitten wir auch mit dem Gebet, das dein lieber Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat, bitten wir mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, geht unter dem Segen unseres Herrn in diesen Tag, in die Woche vor euch, in die Zeit, durch die wir gemeinsam gehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.